Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ich wollte die Kisten noch aufräumen. Die wollte ich ja aufheben. Für den Fall, dass wir irgendwas mal umsortieren müssen. Weil da müsste ich eigentlich jetzt auch die ganz, ganz große Kiste. Obwohl, war das die ganz große dort unten schon vom Toilettenpapier? Weiß es nicht mehr. Genau, dann bestellen wir jetzt nach und dann gucken wir, wie viel Geld noch da ist, ob wir uns vielleicht noch eine Kasse mit einem Kassierer leisten können. Und dann fangen wir wieder hier an. Zweimal Spaghetti, zweimal Nudeln. Zweimal rotes Mehl, einmal blaues Mehl. Einmal Salz, einmal Müsli, einmal Tabs, einmal Shampoo, einmal Tabs. Einmal Shampoo, zweimal Bleichmittel, einmal Toilettenpapier, so dreimal Reis zweimal. Milch. Auch erstmal noch das Öl. Ja. Machen wir erstmal so. Schaffen das wieder hier runter. Wieso kann ich das? Ich will gern die volle Kiste da reinstellen. Was ist das? Warum? Mein Laden blockiert hier die ganze Straße. Da kommt niemand vorbei. Genauso mit der Cola.
Da sind zwei Kisten drin mit insgesamt 7 Flaschen, wobei eigentlich in einer Packung 24 sind. Und die blockieren mir einfach den Weg oder den Platz. Das finde ich nicht okay. Und sonst so? Was macht ihr gerade so Schönes? Während ich die Regale mal wieder einräume. Was passiert jetzt? Was macht er jetzt eigentlich? Weil ich habe an die Stelle, wo der Karton stand. Ach, der sucht sich einfach einen leeren Platz. Gut. Ja. Ist das okay? Ich weiß es nicht, ob das ausreicht. Aber wir haben rein theoretisch ganz schön Geld übrig. Wir könnten. Was kostet denn eine zweite Kasse? Fünfhundert. Frage ist, lohnt sich jetzt eine zweite Kasse mit einem Kassierer? Oder? Holen wir hier was? Kuchen fände ich schon cool. Jetzt gucken wir mal. Das so hinhaut.
weiß nicht so richtig, ob von den neuen Sachen irgendwas in den Kühlschrank muss. So, dann brauchen wir auf jeden Fall aber auch noch Lagerregale. Okay, wir brauchen da auch noch ein normales Regal. Ich überlege tatsächlich auch, ob ich schon wieder umbaue. Was ist, wenn wir die Non-Food-Artikel jetzt hierhin machen? Also quasi auch das Toilettenpapier hier rüber komplett. Brauchen wir dann im Lager auch Kühlschränke? Nee, ne? Getränke sind im Lager ja auch nicht gekühlt.
Habe ich jetzt einen Toilettenpapierkarton, ist die Frage. Ja. Lass es mich doch hier hinstellen. Ja, das ist jetzt gar nicht lustig. Scheiße. Jetzt räumt er das immer wieder dort rein, oder? Bis ich die Schilder wegnehme. So. Hugo, Mensch. Okay. Das ist jetzt hier. Jetzt müssen wir natürlich für die neuen Produkte noch die Preise einstellen und dann auch noch alle mal ans Lager bestellen. Okay. Ja, sieht jetzt hier noch ein bisschen leer aus, aber ich glaube, das füllt sich schneller, als man gucken kann. Passen hier noch zwei Lagerregale hin? Oh. Ja, doch, das von draußen habe ich ja schon. Ja. Bisschen eng jetzt hier drin. Okay, testen wir einfach mal erstmal, wie sich das so verkauft. Sind wir anscheinend ja so ein Importgeschäft? Da steht immer International Delivery. Also wir kriegen ja mal alles aus dem Ausland.
So, und damit ihr jetzt wenigstens auch noch irgendwie was seht von dieser Folge, starte ich die Folge jetzt. Die Folge. Den Attack jetzt. So, die Zeit nehmen wir uns noch. Also rein theoretisch wäre hier auch Platz. Wir könnten die Regale hier auch Rücken an Rücken stellen. Aber ich habe das halt gern so ein bisschen im Blick, dass die Regale auch immer gefüllt sind und so. Könnten hier die leeren Fächer halt auch noch eigentlich nutzen und überall noch mehr Sachen hinstellen. Aber mal gucken, wie das jetzt erstmal läuft. Ob wir da noch ein bisschen was optimieren wollen. Ich übrigens würde, glaube ich, in diesen Laden nicht mehr gehen. So oft wie in diesem Laden umgeräumt wird, ich würde nichts mehr wiederfinden und einfach nicht mehr hingehen. Ich würde mir einen anderen Laden suchen, wo nicht so oft umgeräumt wird. Ich bin da richtig doof. Ich habe den Lichtschalter zugebaut. Ich komme hier nicht raus. Moment. Da ist nicht der Lichtschalter dahinter. Ah! Kauft ihr denn heute alle Puderzucker? Kauf sein Produkt. Was? Ich habe irgendwo keinen Preis festgelegt. Bei welchem Produkt? Aus dem Konzept gebracht. Oh, dort rechts habe ich keinen Preis drin, oder? Die habe ich vergessen. Okay, der Tag, der läuft gar nicht gut. Ich habe keine Ahnung, ob die Regale gefüllt sind oder nicht. Ich mache jetzt einfach die Augen zu. Ich gucke jetzt nicht nach. Es läuft jetzt, wie es läuft heute. Ich glaube, ich war noch nicht bereit für noch mehr Produkte.
Ja, ich glaube aber, Hugo macht das ganz gut. Ich muss lernen, Aufgaben abzugeben, Verantwortung abzugeben. Ja, grundsätzlich sieht es ja ganz gut aus. Ich weiß noch wirklich nicht, kriegt Hugo sein Gehalt automatisch, sein Lohn? Weil ich musste jetzt nie bei den Rechnungen irgendwie sein Geld mit abtreten. Dreimal Toast, okay. Die teuren Tabs. Ich weiß gar nicht, ob ich bei an denen überhaupt was verdiene. Ups. Ja. Will die jetzt noch in den Laden? Ich glaube nicht, oder? Ja. Okay, es war irgendwie ein bisschen stressig. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Nächste Folge helfen wir dann Hugo beim Einräumen. Jetzt kann ich, wie sieht denn das Lager aus? Wir räumen Hugo morgen beim Einräumen. Und ja, bis dahin. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag und oh, schöne Übersicht. Dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Ich freue mich. Bis dahin, macht's gut.